Das kann so nicht weitergehen und deswegen muss klar sein, Netzausbau, Anschluss und Stromerzeugung müssen zusammengeführt werden. Das ist ein ganz zentraler Punkt, denn die Menschen, nicht die Menschen, sondern die Stromkunden bezahlen inzwischen das EEG mit knapp 25 Milliarden Euro im Jahr. Vierköpfiger Haushalt, etwa 600 Euro im Jahr EEG-Umlage. Dann kann man aber so nicht weiterarbeiten, dass Strom bezahlt wird, der gar nicht ins Netz kann.